Ja, gut. Michael, bist du da? Ich bin da, ja. Du bist da, wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ich begrüße alle recht herzlich zum EduTalk zum Thema Grundlagen von Zoom-Videokonferenz. Wir machen das heute so, es sind mittlerweile fast 150 Personen da. Normalerweise mache ich sowas gerne dialogbasiert und im Gespräch. Ich glaube, das wird heute immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist mein Kollege, der Michael Grunewald aus dem Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung, auch mit hier, um die Chats ein bisschen zu moderieren und auf Fragen entgegenzunehmen. Und erstmal, hallo Michael. Hallo Hallo, genau, zusammen. wunderbar. Ja, es freut mich, dass so viele mit dabei sind. Wir wollen jetzt heute einfach mal so auf die Grundlagen von Zoom-Videokonferenz gucken. Was ist das? Was kann man damit machen? Wofür kann man es gebrauchen? Die Corona-Situation erfordert gerade einiges an Flexibilität von uns allen ab. Von daher nehmen wir das jetzt Ganze hier auf. Wenn ihr oder Sie Fragen habt, einfach in den Chat mit reinschreiben. Der Michael wird, wie gesagt, die Fragen auch ja, sammeln. Ich habe hier nebenbei noch von Facebook aus dem Stream, da sind auch noch mal 25 Leute, die gerade zugucken. Daher noch mal Hallo ins soziale Netzwerk. Dort nehmen wir die Fragen dann auch gerne mit entgegen. Ja, Zoom, ein Videokonferenztool. Die meisten kennen es ja, weil zumindest sind Sie ja schon über Zoom auch hier drin. Ich wollte jetzt einfach mal von Anfang an anfangen. Das heißt, wo lade ich mir Zoom überhaupt runter? Wie installiere ich das? Weil eben auch einige über Facebook mit zuschauen und im Livestream, dass wir diese Grundlagen nochmal holen. Woran muss ich denken, wenn ich einem Meeting beitrete? Wie starte ich selber ein Meeting? Und dann gehen wir einfach die ganzen, ja, Fragen und Punkte einfach mal durch. Um zu schauen, wie man Zoom installiert. Ich habe ja im Prinzip Zoom schon laufen, deswegen kann ich es an meinem Rechner jetzt auch gerade ganz schlecht zeigen und daher schalte ich jetzt mal gerade um. Hinter mir, das ist eine Remote-Ansicht von einem zweiten, ja, Rechner, den ich jetzt hier bei mir im Büro auch stehen habe und hier werde ich jetzt einfach Zoom mal installieren und das geht eigentlich sehr einfach über die ja, Website zoom.us. Für diejenigen, die jetzt diese Kachelansicht haben, wo auch alle Leute ja in gleicher Größe angezeigt werden, es gibt rechts oben gibt es einen Button, da steht entweder Galerieansicht oder Sprecheransicht. Wenn Sie die Kachelansicht haben, einfach mal draufdrücken, dann kommen Sie in die Sprecheransicht und dann sehen Sie entweder den Michael Grunewald oder eben mein Fenster gerade. Wenn da Fragen sind, einfach in den Chat reingeben. Gut, also ich gehe jetzt im Prinzip hier auf die Website zoom.us. Ich lade mir jetzt die Software manuell runter. Das geht ganz, 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 ganz unten im Download-Bereich unter Meeting Clients und hier wird einem schon der passende Meeting Client für das eigene Betriebssystem auch angezeigt. Ich sitze jetzt gerade vor einem Mac, deswegen bekomme ich hier die Mac-Version auch direkt angezeigt. Die lade ich mir darunter und kann die mir dann auch direkt installieren. So, klicken wir auf Fortfahren. Willkommen bei Zoom. So, jetzt ist der Zoom im Prinzip schon installiert. Der Meeting-Client, ich mache das Fenster hier mal kurz zu und habe jetzt hier auch schon direkt die Möglichkeit, einem Meeting beizutreten, was ich jetzt auch direkt mache. Hier ist mein Name ja auch schon eingegeben. Und hier oben drin kommt die Meeting-ID oder Raumnummer. Und zwar mit jedem Zoom-Account, egal ob Gratis-Account oder kostenpflichtigem Account, ist eine Meeting-ID verbunden. In der Pro-Variante kann man noch einstellen, ob immer diese Meeting-ID verwendet wird oder eine zufällige. Aber diese Meeting-ID brauchen im Prinzip andere, um dran teilnehmen zu können. Und die gebe ich jetzt hier einfach mal ein. Das ist jetzt die Meeting-ID von dem Zoom-Gesprächsraum, wo wir jetzt gerade drin sind. Und jetzt kriegen wir gerade so ein bisschen Inception. Das heißt, jetzt wird die Kamera in Kamera in Kamera in Kamera angezeigt. Das bitte mal kurz
ignorieren. Und jetzt kommt der wichtige Schritt, warum viele am Anfang sagen, sie hören nichts, weil ich muss jetzt hier mit Computer-Audio beitreten klicken. Mit diesem Klick erlaube ich im Prinzip Zoom auf die Software, auf das Mikrofon und auf die Lautsprecher von meinem Computer zuzugreifen. Das heißt, wenn ich das nicht mache, ist Zoom nicht nur in der Lage, mein Mikrofon zu hören, sondern ich bin auch nicht in der Lage, andere zu hören. Das heißt, ich klicke dort auf Computer Audio beitreten und dann kommen gleich wichtige Schritte, die ich aber hier in Zoom einfach gleich nochmal zeigen werde. Ja, wir springen mal rum und zwar in die Software von Zoom. Ich gehe jetzt hier mal kurz in die Galerieansicht und wir schauen uns jetzt einfach mal die Zoom-Software hinter mir an. Die hinter Ihnen, Sie können sich mal gerade alle winken. Sie sind jetzt gerade alle im Bild. Huhu. Genau, wunderbar. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Das sieht fantastisch aus. Genau. So, und zwar, wichtig ist jetzt, in der Regel ist eingestellt, dass, obwohl Sie dem Computer Audio beigetreten sind, die Mikrofone und die Webcam aber noch deaktiviert sind. Und da müssen wir da hinten hingehen. Ich muss ein bisschen gucken hier. Und zwar hier links unten in der Ecke ist nämlich so ein Button mit Stummschalten. Sehen Sie hier unten, links unten in der Ecke. Und hier kann ich nämlich auch meine Kamera stummschalten und auch das Mikrofon stummschalten. Und das ist in der Regel stumm geschaltet. Das heißt, wenn Sie beigetreten sind, einfach draufklicken und dann kann es losgehen. Hier nebendran sehe ich nochmal ein kleines Kontextmenü. Hier kann ich unter anderem Mikrofon und Lautsprecher auswählen. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Mikrofone vielleicht installiert habe, ein Mikrofon vom Notebook, ein externes Mikrofon vom Headset, ist es auch wichtig, dass das Headset-Mikrofon noch ausgewählt ist, damit Zoom weiß, okay, darüber wird gesprochen. Genauso auch hier die Lautsprecher auswählen, etc. In die Einstellung werfen wir gleich mal einen Blick, aber zuerst gucken wir uns genau das Gleiche hier ein Fenster nebendran an bei Videoeinstellungen und zwar muss ich hier nämlich auch die Webcam einstellen. Das heißt, Notebooks haben in der Regel eine Webcam mit eingebaut. Viele nutzen eine externe Kamera. Ich habe jetzt hier auch oben eine externe Kamera noch stehen. Und dann muss ich im Prinzip die Kamera auswählen, damit Zoom weiß, was ich nehmen möchte. So, jetzt gehen wir mal kurz in die... eine Sache, genau, was mir öfter noch zu Ohren kommt, ist, dass gerade bei Windows 10 Rechnern ganz oft die Webcams nicht erkannt werden. Und da hat ein Kollege aus dem Fachbereich Kindertagesstätten, der hat ein bisschen recherchiert und einen Link gefunden, dass das an den Updates von Windows 10 liegen kann, dass die Datenschutzeinstellungen verändert werden, dass Windows dann plötzlich sagt, okay, darf nicht mehr auf die Kamera zugreifen oder dass das Antivirenprogramm das eben, blockiert. Gut, wir gehen mal kurz in die Einstellung und damit die Einstellungen auch zu sehen sind, schalte ich hier jetzt auch gerade in der Freigabe mal drauf. Einen Moment bitte. Na? Ich finde gerade meine Freigabe nicht. Es dauert alles ein bisschen länger gerade. Die Szene ist gelockt. Genau. Vielleicht sammeln wir jetzt erst auch noch mal ein paar Fragen. Vielleicht ist ja auch schon mal ein bisschen was reingekommen, was wir uns hier auch noch mal anschauen können. Genau. Wir sind jetzt hier auch im Freigabefenster ansonsten mit drin. Und ich habe hier die Möglichkeit, allgemeine Einstellungen zur Videokamera, zu Audioeinstellungen anzugeben. Und die gehen wir jetzt einfach mal alle ganz kurz durch. Ich beschränke mich jetzt gerade nur auf die für mich wichtigsten, weil hier hat sich jetzt hier gerade auch jemand mit freigeschaltet, genau. Genau, ich würde einfach mal bitten, während ich hier zeige, keine Bildschirmfreigabe zu machen, weil in dem Moment, wo Sie eine Bildschirmfreigabe machen, die anderen natürlich auch Ihren Bildschirm sehen und nicht mehr meinen und ich glaube, das ist jetzt ja gerade im Sinne des Webinars auch interessanter. Ja, allgemeine Einstellung. Die wichtigste Einstellung nehme ich in Dark Mode oder möchte ich es lieber in hell haben. Das können Sie natürlich auch da drin einstellen unter Mac.
Was eher für Windows und für alle User interessant ist, sind die Video- und auch die Audioeinstellungen. Und zwar haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, bei Mein Video HD zu aktivieren. Das heißt, nochmal eine etwas bessere Qualität der Webcam. Und ich kann hier auch nochmal einstellen, werden mir bis zu 49 Teilnehmer pro Bildschirm angezeigt, wie es bei mir im Hintergrund der Fall ist. Oder soll das Video beim Sprechen hervorgehoben werden? Sollen beim Beitritt ein Dialog zur Videovorgabe gegeben werden? Sollen die Teilnehmer ohne Videofunktion, sollen die verborgen sein, etc.? Sie sehen jetzt viele Einstellungen jetzt noch nicht, weil die Einstellungen, die auch die Gruppe und den Raum betreffen, nur die Administratoren bzw. die Hosts einer Videokonferenz haben. Deswegen habe ich hier unten in der Leiste auch viel mehr Knöpfe als Sie in Ihrem Zoom-Account. Bei Audio können wir hier nochmal so einen Audiopegel festlegen und Sprache ist ja auch ganz wichtig. Das empfehle ich hier, den Haken bei Mikrofonlautstärke automatisch anpassen, weil ansonsten kann es nämlich auch passieren, dass entweder Sie dann gar nichts mehr hören oder es eben auch verzerrt sein kann und Zoom macht das eigentlich schon recht gut. Die Bildschirmfreigabe, habe ich die Einstellungen hier, soll es skaliert werden, soll es für alle in Vollbildmodus gehen, kann ich hier auch einstellen. Den Chat kann ich hier soweit einstellen, das heißt Linkvorschau, Push-Benachrichtigung, das drin kann hier alles auch festgelegt werden. Eine, ja, eigentlich mehr als Spielerei ist der virtuelle Hintergrund. Viele haben da mehr so ihren Spaß mit drin und da zwar ist man da in der Lage, ähnlich wie der Michael das auch hat, den Hintergrund automatisch austauschen zu lassen. Ich habe das jetzt gerade in meinem Fall mit einem Greenscreen gemacht und mit einer externen Software. Das heißt, ich deaktiviere jetzt einfach gerade mal. Kannst du mal einen Moment? Ja. Es sind eine ganze Reihe von Fragen aufgetaucht, die auch. Ja, sollen wir erstmal kurz Pause machen? Ja, wäre ganz gut. Moment, dann gehen wir hier erstmal wieder zurück. So. Ja, bitte, dann nehmen wir doch erstmal die Fragen auf. Mehrere haben gemeldet, dass das Bild relativ unscharf ist. Das ist bei mir auch so. Also dein Bildschirm, den du zeigst, da ist die Schrift kaum lesbar. Ja, das kann an der Größe bzw. Übertragungsrate liegen. Ich kann gleich mal versuchen, das Fenster noch mal ein bisschen näher ranzuholen. Ja, also das ist, man sieht es nicht wirklich von der Schrift, wenn man das zuschaut. Okay. Das andere ist die Frage, wie du in diese Einstellung gekommen bist, weil der Button nicht gefunden wird. Okay. Vielleicht kannst du das noch mal zeigen. Ja, natürlich. So, und zwar, Moment, so. Ich habe ja hier unten die beiden Schalter mit Stummschalten für Mikrofon wie auch für die Webcam. Hier links unten, wo ich mit der Maus gerade hingehe, ganz am Seitenrand. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Pfeil nach oben klicke, dann komme ich in die Video- bzw. in die Audio-Einstellung. Beide Knöpfe, ja, die öffnen dieses Fenster. So, und ich versuche jetzt mal, das Fenster jetzt mal ein bisschen näher ranzuholen. Ob das geht. Moment. So, Moment. Zoom, Einstellungen, genau, so. Jetzt aber genauso schlecht zu lesen, ja. Das liegt einfach, ich glaube, an der Übertragungsverbindung gerade. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig zu wissen, wo sich überhaupt generell solche Funktionen befinden. Und die kann man sich dann ja auch nochmal in aller Ruhe durchgehen. Und wenn da nochmal so Fragen da sind, dann einfach nochmal im Video nochmal zurückspulen, sich das nochmal angucken. Zudem ist es halt auch noch so, Zoom baut relativ oft Updates rein. Das heißt, es gibt sehr oft System-Updates, Software-Updates mit neuen Funktionen drin. Das heißt, es kann gut sein, dass das, was ich jetzt zeige, morgen auch schon wieder ergänzt wurde. Ja, es kam so, jetzt hier im Chat auch nochmal die Mitteilung, dass eben Zoom-Übertragungsraten gedrosselt worden sind.
wie bei Netflix auch. Das ist tatsächlich Richtig. so. Eine Genau, andere das. Frage war, du hattest gesagt, mit den Pro-Versionen und kostenfreien Versionen, die war die Frage der Kosten Ja. pro monatlich. Mein Vorschlag wäre, so allgemeine Fragen dann am Schluss nochmal eine Runde zu machen. Auch die Frage nach Datenschutz tauchte auf. Okay, danke, Michael. Ich Ich habe würde es auch so, notiert. genau, also ich würde auch gucken, jetzt erstmal so die Grundfunktion von der Software und dann gehen wir mal auf die Lizenzmodelle ein und dann auch zu dem Punkt, ich werde ja von Zoom nicht bezahlt, warum ich so angetan von dieser Software bin und warum es oder auch die Gründe auch, warum wir das auch in der im Zentrum Bildung einfach auch verwenden. Gut. Gehen wir nochmal zurück zur Software hier, genau. So, ich bin hier im Moment noch in den Einstellungen drin. Ich muss hier nochmal gerade wechseln auf mein Zoom-Fenster oder auf den, das Display. So, ist schon wieder jemand freigegeben. Ich würde einfach mal bitten, die Freigaben zu lassen. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Okay, ein Manko ist natürlich bei Zoom. Zoom ist eine Videokonferenzsoftware und ich nutze auch die Videokonferenzsoftware für ein Webinar. Es gibt ein Webinarpaket von Zoom. Das ist nochmal wesentlich, wesentlich, wesentlich teurer für mehr Personen. Da kann man zum Beispiel Bildschirmfreigaben für Benutzer einschränken. Nutze ich in der Regel nicht, weil ich denke, das ist jetzt mit fast 200 Leuten jetzt einfach auch mal gerade eine Sondersituation und erfordert einfach eine gewisse Disziplin von allen. Das ist ja wie mit einer Sitzung mit 200 Leuten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt eine Sitzung mit 200 Leuten. Da gibt es auch einfach verschiedene Störgeräusche, Störelemente und Zoom ist da eigentlich nur ein digitaler Raum. Gut, zu den Einstellungen möchte ich noch mal ganz kurz kommen. Auch wenn die jetzt leider etwas unscharf auch zu sehen sind, was ich persönlich nochmal relativ wichtig finde, wie gesagt, virtueller Hintergrund hatte ich erwähnt, dass man hier einfach die Möglichkeit hat, den Hintergrund sich auszutauschen, wie es der Michael in seinem Fenster auch hatte. Das ist zum Beispiel wichtig oder finde ich wichtig, wenn ich Zoom unterwegs nutze oder in einem Büro nutze und hinten dran Leute sich aufhalten und umherlaufen. Weil in dem Moment, wo ich das filme, filme ich auch diese Personen und übertrage deren Abbild in einen digitalen Raum. Ich veröffentliche es, ohne die Zustimmung zu haben. Von daher ist es ganz gut, so ein virtueller Hintergrund, dass hinter einem einfach alles ausgeblendet wird und diese Menschen nicht mit übertragen werden. Genau, ansonsten gibt es noch unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten bei Zoom. Beziehungsweise auch mit Aufzeichnungen und das Profil und Statistiken. Das heißt, da kann man sich auch die Bandbreiten auch anschauen, Tastaturkürzel festlegen. Das würde jetzt hier, glaube ich, auch mit zu weit führen. Michael, gibt es mittlerweile neue Fragen? Ich sehe gerade nur den Chat hier an mir vorbeirasseln. Michael? Okay. Ich hab mich selbst stumm geschaltet, von daher. Ja, okay. Es sind nach wie vor die Fragen nach Datenschutz, es ist die Frage nach den Kosten oder Einsatzmöglichkeiten und Kosten und die Frage, ob man das auch im Konfi-Unterricht nutzen kann. Auch das wäre eine Frage, die würde ich ganz gerne hinten dran stellen. Okay, machen wir hinten dran, genau. Jetzt hatten wir ja das Thema, ich muss hier nochmal umschalten, das heißt, wie. Nehme ich an einer oder ja, wie nehme ich an einer Zoom-Konferenz teil? Das heißt, ich brauche die Software oder die App und mithilfe der Meeting-ID kann ich dann beitreten. Jetzt die Frage, wenn ich selber ein Meeting organisiere, wie lade ich dazu ein? Und zwar ist das ganz einfach. Einmal kann ich entweder meine Meeting-ID, und zwar sehe ich die auch immer ganz oben an meinem Fenster, wenn Sie hier oben über der Galerieansicht schauen, da ganz oben, da steht hier in dem Bereich Meeting-ID, da ist so eine kleine Nummer. Das ist jetzt diese Nummer für meinen Raum. Und wenn Sie ein Meeting starten, steht dort oben auch Ihre Nummer. So, die E-Mails wollen wir jetzt auch nicht lesen.
Von daher, diese Meeting-ID können Sie dann weitergeben. Es gibt aber auch noch eine Einladen-Funktion. Und zwar gehen wir jetzt hier wieder hier runter in die Navigationsleiste. Da ist nämlich ein Button mit Einladen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, werden zum einen Zoom-Kontakte angezeigt, die ich habe. Das heißt, Michael Grunewald hat auch einen Zoom-Pro-Account. Der ist bei mir in der Kontaktliste mit drin. Ich kann jetzt einfach mit einem Mausklick ihn direkt einladen. Ich möchte aber auch Leute einladen, die keinen Account haben. Ja, hier kann ich jetzt zum Beispiel in dem Fenster entweder eine komplette Einladung in die Zwischenablage kopieren oder eine URL kopieren. Kopiere ich diese Einladung in die Zwischenablage, sieht das wie folgt aus. Ich öffne mal gerade ein kleines Textprogramm hier. So, das wurde mir jetzt an Informationen. Ach, das ist ein bisschen groß. So, das wurde mir jetzt an Informationen in meine Zwischenablage kopiert. Das heißt Zoom-Meeting. Oben ist ein Link, zoom.usj, dann die Meeting-ID. Diesen Link kann ich auch weitergeben. Und wenn Personen auf diesen Link draufklicken, landen die auch automatisch hier in dieser Videokonferenz. Wichtig bei Zoom ist auch, und das finde ich fantastisch, für Regionen, wo das Internet noch nicht so gut ausgebaut ist, das gibt es ja auch noch, und zwar die Einwahl über eine Telefonnummer. Das kann ich auch einstellen. Zwar habe ich eine deutsche Telefonnummer, eine Festnetznummer. Da kann ich mich jetzt einwählen über ein Festnetztelefon zu den normalen Gebühren eines Festnetztelefonates und kann per Audio dann der Videokonferenz mit beitreten. Das wurde schon sehr, sehr oft genutzt und das finde ich auch eine total wichtige und auch spannende Sache. Zudem, genau, gehen wir mal einen Schritt weiter, Teilnehmer verwalten. Sie sehen es hier, 189 Teilnehmer sind jetzt hier gerade in dieser Videokonferenz. In einem normalen Basis-Account, den Sie ja kostenlos nutzen können und der jetzt ja auch von der EKHN auch mit empfohlen wird oder Kirche arbeitet digital, da posten wir nachher den Link auch nochmal. In einem normalen Raum können bis zu 100 Personen rein. In der Business-Lizenz, die wir haben, bis zu 300 Personen. Und in einem Webinar, was dann aber wesentlich teurer ist, bis zu 500 Personen. Genau. Zudem habe ich hier auch die Möglichkeit, die Teilnehmer zu verwalten. Das heißt, ich hole jetzt hier einfach gerade mal die Teilnehmerliste hier mit rüber in das Fenster, damit Sie das ja auch mal sehen, wie das bei mir hier gerade ausschaut. Schwupp, da ist die Teilnehmerliste. Und hier kann ich zum Beispiel auch in der Teilnehmerverwaltung grundsätzlich sagen, alle Mikrofone stumm geschaltet. Das macht jetzt in so einem Setting unheimlich viel Sinn, weil ganz oft ist das Mikrofon an, man kraschelt irgendwie was am Schreibtisch rum oder spielt ein Papier rum und das gibt einfach ja, kleine, leise Geräusche. Aber diese leise Geräusche sind bei allen Teilnehmern direkt im Ohr drin über das Headset und das ist sehr störend. Deswegen habe ich das jetzt auch mal alles deaktiviert. Ich kann aber auch, wie ich es bei Michael Grunewald gemacht habe, einfach dann auch per Mausklick Rechte verteilen und sagen Audio ein oder auch die Videokamera. Genau. Genauso gut eine schöne Funktion ist auch das sogenannte Spotlight-Video, das heißt mit mehreren Personen. Im Moment ist ja jetzt eine Sprecheransicht, das heißt derjenige, der gerade redet, wird bei Ihnen groß angezeigt. Wenn ich rede, werde ich groß angezeigt. Wenn der Michael Grunewald redet, wird er groß angezeigt. Ich kann jetzt aber auch über die Funktion Spotlight-Video auswählen, dass der Michael Grunewald groß angezeigt wird oder ein bestimmtes Fenster angezeigt wird für alle, ja, obwohl jemand anderes spricht. Hierfür geht man dann einfach in die Verwaltung. Wo bin ich denn jetzt drin? Ich bin im falschen Fenster, Entschuldigung. So, hier wollte ich hin, genau. Geht man einfach in die Teilnehmerverwaltung, sucht sich dann den Teilnehmer oder auch das Fenster aus, klickt drauf und Michael, ich mache dich jetzt mal für alle als Spotlight-Video und schon wird der Michael Grunewald gerade mit seinem virtuellen Hintergrund für alle als Spotlight-Video gesehen. Und Michael, ich kann jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zu dir aufschauen. Ist das nicht schön? Gut, ja, muss aber auch nicht sein, genau. Wollte ich gerade sagen. Richtig.
Gut, Spotlight-Video kann ich hier dann auch wieder abbrechen mit einem Klick. Also die Optionen werden mir hier oben alle in meinem Fenster angezeigt. Und wenn ich auf Abbrechen klicke, sehen Sie dann wieder die aktuelle Sprecheransicht. Upp. Soweit. Schon mal neue Zwischenfragen? Ja, es gibt einige. Und zwar ist einmal die Frage, müssen alle Eingeladenen die Software runterladen oder geht es auch Niedrigschwelle über den Browser? Also, ich habe schon im Text geantwortet. Ja. Google Chrome ist der, der es am ehesten unterstützt, aber auch nicht wirklich. Die anderen Browser sind draußen. Ja, genau. Also wir haben offiziell oder eigentlich sollte es im Browser funktionieren. Allerdings muss man dazu sagen, gibt es immer wieder ein bisschen Probleme unter Firefox, Edge, Safari und dem Internet Explorer. Also unter Google Chrome läuft es, da muss ich mir nichts installieren. Bei Firefox kommt es ganz oft vor, auch bei den anderen Browsern, dass man keinen Ton hat. Ob das an den Sicherheitseinstellungen liegt, ich weiß es nicht. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, es läuft nicht zuverlässig. Deswegen sage ich dann grundsätzlich bitte die Software runterladen. Oder was man halt eben auch machen kann, wir haben jetzt von dieser Veranstaltung auch einen Livestream. Und diesen Livestream, den greife ich ab und setze und habe den bei uns im Blog unter erwachsenenbildung-ekhn.blog/stream. Da läuft jetzt im Prinzip die Aufzeichnung für diejenigen, die sich das zu oder anschauen wollen. Ja, es gibt eine weitere Frage und zwar, was der Unterschied ist zu Microsoft Teams. Microsoft Teams ist aber, ich habe es jetzt im Chat noch nicht erläutert, Microsoft Teams ist eine multivariante User-Plattform und hat erstmal mit Videochat nichts zu tun. In Microsoft Teams ist eben das von Microsoft verabreichte Programm Skype zum Teil integriert. Sie wollen es, glaube ich, noch verbessern. Ist aber ein ganz anderes Programm. Eine Frage, wo ist der Button Teilnehmerverwaltung? Genau. Die Teilnehmerverwaltung sehen natürlich nur die Hosts, weil es wäre ja natürlich nicht gerade produktiv, wenn jeder jeden irgendwie stumm schalten könnte. Also wie gesagt, es gibt bestimmte Buttons hier unten, die nicht alle sehen. Ich schalte nochmal hier rüber. Genau. Und wenn man jetzt schaut, bei mir ist das der vierte Button von der linken Seite, die Teilnehmer, wo die 191 steht mit den zwei Männchen. Also sobald Sie Host oder Co-Host in einer Veranstaltung sind, haben Sie auch diesen Button. Ja, dann gibt es die Frage, wenn man eine Einladung versendet, wird das nicht immer als Link gesendet, sondern nur als Textdatei, was gerade für viele Ältere schwierig ist, wenn sie dann auf den Text klicken und es passiert nichts. Auf was ist da zu achten? Gut, die Einladung, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Die wird ja, also im Prinzip geht es ja darum, die Meeting-ID mitzuteilen. Entweder man teilt die Nummer mit, dass die in die Software eingetragen wird, oder man hat einen Link, auf den drauf geklickt wird und dass sich dann die Software öffnet. Genau, der Link wird automatisch generiert, wenn genau. Man. Dann sollte es aber auch als Link versendet werden und nicht als Textdatei. Ja, genau. Der Link, der wird ja automatisch. Wie gesagt, ich zeige das vielleicht nochmal gerade, wenn ich jetzt hier an der Seite nochmal auf Einladen klicke, kann ich mir auch nicht nur die komplette Einladung kopieren, weil zu viele Informationen, wie wir sie gerade gesehen haben, können die auch verwirren, sondern ich gehe einfach auf URL kopieren. So, jetzt wurde die Einladungs-URL in die Zwischenablage kopiert. Und wenn ich jetzt hier nochmal mein Textprogramm, einen Editor öffne und die aus der Zwischenablage einfüge, ist jetzt im Prinzip nur mein individueller Freigabelink kopiert worden. Bei mir ist jetzt nochmal der Fall, dass ich mache den mal gerade ein bisschen größer, nicht nur eine Raumnummer hinten dran habe, sondern dass wir im Prinzip auch noch benutzerdefinierte Kennung einfach hinten dran haben. Aber mit dieser Funktion kann ich den Link ganz einfach in die Zwischenablage kopieren und mitschicken. Eine Frage oder mehrere Fragen beziehen sich auf die Bildschirmfreigabe, aber ich gehe mal davon aus, dass du dazu noch kommst. Genau, da kommen wir gleich dazu, richtig. Wollen wir jetzt erstmal so das Einladungsprozedere machen, richtig.
Zum Thema Einladen, genau. Ich muss jetzt mal gerade schauen, wo jetzt hier mein, da ist das Fenster. Und zwar habe ich die Möglichkeit, nicht nur, also ich habe die Möglichkeit, Meetings oder Konferenzen zu planen. Das ist ja das Fenster, wie man es normalerweise sieht, wenn man eben Zoom öffnet. Und hier wird dann ein neues Meeting gestartet. Hier kann ich teilnehmen. Und ich habe hier oben aber auch die Möglichkeit, Meetings anzulegen und zu planen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Plus klicke, kann ich einen Titel vergeben. Ich kann eine Uhrzeit und ein Datum für das Meeting vergeben. Ganz wichtig ist auch die Meeting-ID. Soll das meine persönliche ID sein oder soll das eine zufallsgenerierte sein? Kann ich hier einstellen. Ich kann hier auch einstellen, brauchen wir für das Meeting ein Passwort? Ja, weil bei nicht jedem Meeting ist oder nicht jedes Meeting ist ja auch für die Öffentlichkeit bedacht und wir wollen ja nicht, dass jemand zufällig reinkommt. Deswegen können wir sagen, okay, das Meeting wird mit einem Passwort versehen und nur wer das Passwort kennt, der kommt dort rein. Ich kann hier auch einstellen, das Video, ist das vom Host oder von den Gästen, ist das aktiv? Und dann kann ich mir hier einen Teilnehmerlink für den Kalender, iCal, Google Kalender, Outlook oder einen anderen Kalender im Prinzip erstellen lassen. Wenn ich dann jetzt auf Kalender klicke, ich muss jetzt hier noch ein Datum eingeben, genau, wird mir im Prinzip der Kalenderbeitrag oder wird mir erstellt und den kann ich dann auch über Outlook ganz normal dazu einladen. Und dann habe ich hier in dieser Übersicht meine unterschiedlichen Meetings. Wir haben jetzt am Dienstag zum Beispiel digitale Kaffeepause bei uns im Fachbereich, auch hier mit der Meeting-ID, Uhrzeit. Dann kann ich hier die Meeting, die Einladung einfach in die Zwischenablage kopieren und per E-Mail weiterschicken. Genauso mit allen anderen Meetings. So, eine Option, die Hosts haben, ist eine Abfrage. Ja, das heißt, ich kann in ein Meeting Umfragen einbauen, die ich im Vorfeld über die Website von Zoom US in meinen sogenannten Backend, in den Einstellungen, das zeige ich gleich mal, auch festlegen kann. Wenn ich jetzt auf Abfrage klicke, habe ich zum Beispiel eine Webinar-Auswertung. Das sind so Abfragen, die habe ich so standardmäßig mit drin. Und wenn ich jetzt auf Umfrage starten klicke, bekommen Sie alle ein Umfrageschirm auf Ihren Screen angezeigt. Und wir können jetzt einfach mal so eine Zwischenauswertung machen. Wie würden Sie das Ganze bislang bewerten? So, ich sehe 15% haben beantwortet. Vielleicht kann man ja während die Abfrage läuft noch mal eine Zwischenfrage. Wie kommen denn die Adressen in die Einladungsliste? Ja, genau. Umfrage, die Einladungsliste, also du meinst, wie ich jemanden in meine Kontaktliste hinzufüge? Ich kann dir nur die Frage wiederholen, wie sie gemeint ist. Das steht außerhalb meiner Macht. Okay, dann gehe ich mal davon aus, falls dem nicht so sein sollte, bitte ich um Richtigstellung im Chat. Und zwar, ich kann natürlich nur Menschen in meine Kontaktliste aufnehmen, die auch ein Zoom-Konto haben, also entweder ein Gratiskonto oder auch ein Pro-Konto. Und mit jedem Konto ist ja eine E-Mail-Adresse verbunden. Und ich kann im Prinzip über die Kontakte, wie ich sie hier vorhin auch hatte, Leute anhand ihrer E-Mail-Adresse einladen, dass sie bei mir in das Adressbuch mit reinkommen oder dem Adressbuch hinzufügen. Es taucht noch die Frage auf, funktionieren Kalendereinträge oder so terminierte Meetings nur, wenn man ein Microsoft- oder Google-Konto hat? Nein. Nee. Also wie gesagt, man kann sich ja den Google-Eintrag oder das Ganze ist ja im Prinzip nur ein standardisierter Kalendereintrag für die bekanntesten Kalender. Das heißt, da gibt es den iCal, der für alle Mac-OS-Systeme ist. Dann gibt es Google-Kalender, Outlook-Kalender. Da kann ich mir unterschiedliche Dateien dann eben runterladen. Und da gab es noch die Funktion andere Kalender. Also das sind eigentlich im Prinzip möglich, das überall zu integrieren. Ich beende mal ganz kurz die Umfrage. Es haben jetzt, ich sehe hier oben,
79% haben teilgenommen. Das ist im Moment erstmal schön. Ich bitte da einfach bei zufriedenstellend, wenn irgendwie, ich sag mal, Erwartungen noch nicht erfüllt wurden, das einfach in den Chat weiterzugeben, dass wir das noch mit aufnehmen. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit, die Resultate, ich sag mal, zu veröffentlichen, dass jeder auch nochmal unverfälscht die Ergebnisse sieht. Es tauchte die Frage auf, ob diese Umfragen anonym sind. Diese was? Ob die Umfragen anonym sind. Ob du das oder kann ich jetzt einstellen. Ja, das kann ich einstellen. Also ich kann im Prinzip einstellen, einerseits, ob ihre Namen mit angezeigt werden oder nicht. Ich kann einstellen, ob die Telefonnummern von denjenigen, die per Festnetztelefon anrufen, ob die angezeigt werden oder nicht. Und natürlich kann ich bei den Umfragen im Vorfeld unter der Website von Zoom einstellen, am besten zeigen, gehen wir da gleich mal hin, ob diese Umfragen anonym sind oder nicht. Daher schlage ich jetzt einfach vor, wir gehen jetzt mal kurz auf die Zoom-Seite. Ich hole hier mal gerade einen Browser mit rein. Das ist der Facebook-Livestream im Hintergrund. Und zu wissen ist, dass ungefähr nur die Hälfte der Einstellungen, die Zoom betreffen, die tätigen Sie in der Software. Die andere Hälfte, dafür müssen Sie sich unter zoom.us einloggen oder anmelden. Das haben Sie ja mit Ihrem Konto dann schon gemacht. So, ich melde mich hier mal gerade an. Und habe jetzt hier, das ist das sogenannte Backend, also das Hinterzimmer, wo alle Einstellungen auch getätigt werden, und habe jetzt hier einfach auch die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen für meine Aufzeichnungen und die Meetings und auch für die Webinare, wenn ich das Modul gebucht habe, zu tätigen. So, wir gehen jetzt mal kurz in die Einstellungen rein. Meeting, genau, Meetingplan. Hier sind im Prinzip nochmal so die Haupteinstellungen, wie ich sie vorhin auch nochmal gezeigt habe, dass man festlegen kann, wird Kamera angezeigt etc., wird Ton angezeigt und so weiter. Hier können Sie zum Beispiel unten auch einstellen, sind die Gespräche verschlüsselt, die Videokonferenzen. Das erkennen Sie, wenn Sie links oben in Ihrem Zoom-Fenster schauen. Ganz links oben in der Ecke ist ein grünes Schloss mit einem E. Und wenn das E da ist, dann sind die Chats auch alle verschlüsselt. Eine wichtige Geschichte, Sie können generell Dateiübertragung aktivieren, dass Sie untereinander Dateien hin und her senden. Und hier sind auch die Umfragen. Das ist einmal Umfrage für Feedback zu Meetinganzeigen. Das sind nicht die Umfragen, die wir gerade gesehen haben, sondern Umfragen an Zoom. Hier könnte ich zum Beispiel auch freigeben, wer kann freigeben? Ah, sehen Sie. Siehst du mal, man lernt ja nicht aus. Es ist fantastisch. So, ich habe mal eingestellt, dass nur der Host freigeben kann. Meine Herren, das sind immer wieder neue Sachen. Fernsteuerung und so weiter. Und hier unten, genau, hier sind auch die Gruppen HD-Videos. Hier bitte dann aktivieren. Virtueller Hintergrund, ist das generell möglich und machbar? Es sind eine Menge Einstellungen. Ich kann die jetzt und jetzt nicht alle durchgehen, aber es lohnt sich da wirklich einfach mal durchzublättern. Und es lohnt sich auch, weil es ist sehr selbsterklärend und Zoom hat einen sehr guten deutschsprachigen Hilfebereich. Genau. Es kam noch einmal die Frage, wo finde ich die Umfrage? Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Host und Teilnehmende. Genau, die Umfragen generell. Ich muss jetzt gerade auch selber mal kurz schauen, wo ich die finde. Meetings. Ich glaube, es ist eher so gemeint, dass man in dem Zoom-Fenster, wenn man in der Videokonferenz ist und man ist nur Teilnehmende oder Teilnehmender, selber keine Umfrage starten kann. Das ist richtig, genau. Also man braucht ein Konto und man muss der Host sein, um eine Umfrage starten zu können. Und hier sieht man die Umfragen, das ist hier Abfrage, das ist hier der 1, 2, 3, 4, 5. Punkt von links. Hier kann ich diese Umfragen starten und von dort aus werde ich dann auch, ich sag mal, in das Backend auf die Website weitergeleitet, wo ich die Fragen auch einstellen kann und auch die Antworten einstellen kann. Das heißt, wenn Sie den Button unten bei sich nicht sehen, liegt es daran, dass Sie eben nicht der Host
dieser Veranstaltung richtig. Sind. Genau, Host, das ist die Person, die die Sitzung eröffnet hat. Alle anderen nehmen teil. Genau, richtig, gut. Okay, haben wir noch Fragen dazwischen geschoben? Es gibt noch mal Fragen zu den Einladungen. Wenn ein gewünschten Teilnehmer in meinem Adressbuch habe, muss dieser trotzdem mit dem Meeting-Code eingeladen werden oder funktioniert das ohne? Naja, er wird ja in irgendeiner Form über die Software eingeladen. Und das heißt, egal wie das passiert, die Meeting-ID, die wird verbunden. Wenn Sie jetzt aber jemanden haben und dem zu einer gesamtgroßen Videokonferenz einladen, wo noch andere dabei sind, sollten Sie dieser Person auf jeden Fall den Link auch noch mit dazu schicken. Ja. Man kann zwar unter Kontakte direkte Videotelefonate führen, aber das sind erstmal keine Videokonferenzräume. Also das heißt, in diesem Fall schicken Sie dann bitte die Einladung an alle. Genau, dann kam einmal noch ein Hinweis, eine Hinweis-Fragen-Mischung zurück zur Einladungsliste. Es können doch auch Teilnehmer einmalig eingeladen werden, die kein Zoom-Konto haben. Natürlich. Um teilzunehmen, braucht man kein Zoom-Konto. Das hatten wir im Vorfeld ja ganz am Anfang ja auch mal gezeigt. Man muss sich nur die Software herunterladen und dann eben die Meeting-ID unter Teilnehmen eingeben. Genau, anders ist nochmal Datenschutz. Das, glaube ich, machen wir dann am Schluss nochmal. Genau, das machen wir später. Gelten diese Einstellungen auch für die kostenlose Version oder nur für die zahlungspflichtige Version? So, also ich sehe jetzt gerade die Einstellung zumindest mit der Hostfreigabe ist wahrscheinlich erst ab dem nächsten Meeting. So, die meisten Einstellungen, nicht alle, gelten auch für die kostenlose Version. Ja, ich habe zum Beispiel, ich glaube, in der kostenlosen Variante auch nicht die Möglichkeit, in der Cloud aufzunehmen und bestimmte Cloud-Dienste auch in Anspruch zu nehmen von Zoom. Da gibt es Unterschiede. Aber das, was ich hier zeige, das kann jeder mit seiner Version, auch mit der kostenlosen Version machen. So, jetzt nochmal die Frage zurück an den Anfang. Die Frage, wenn ich die Software runterlade und teilnehme, ist das dann automatisch ein Konto bei Zoom? Nein, das ist kein Konto. Wir können hier gerne auch noch mal kurz in die Freigabe reinschauen. Beziehungsweise bis ich sie geöffnet habe, kann ich es auch direkt beantworten. Also nein, es ist noch kein Konto. Für ein Konto muss ich mich registrieren mit einer E-Mail-Adresse. Das heißt, da muss ich auch Daten von mir mit angeben, eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse ist dann auch gleich Zugang zu dem Konto. Das heißt, das Konto ist mit dieser Mail-Adresse verknüpft. Um teilzunehmen, brauche ich nur die Software und die Meeting-ID, muss aber von mir selber keine Daten eingeben. Ich hatte bei der Anmeldung mehrfach die Meldung, die ID sei nicht gültig. Dann ging es aber doch. Warum? Das war ganz am, genau, das war kurz nach 13 Uhr. Da hatte ich noch ein anderes Gespräch im Videokonferenzraum und hatte den Videokonferenzraum noch nicht geschlossen. Von daher habe ich dann Personen einfach rausgeschmissen und den Videokonferenzraum gesperrt. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, und das zeige ich vielleicht auch nochmal ganz kurz, das ist auch eine wichtige Sache, wenn ich eine Videokonferenz am Laufen habe und ich nicht möchte, dass Personen mit dazukommen. Auch hier bitte ich es jetzt zu entschuldigen, dass das Bild so unscharf ist, aber ich hoffe, es lässt sich erahnen, wie die Wege sind. Und zwar rechts unten unter dem Button Mehr habe ich die Möglichkeit, ein Meeting zu sperren. Das bedeutet, das Meeting ist dann zu und wenn jemand versucht einzutreten, beizutreten, kommt eben besagte Meldung, dass es ungültig ist. So, ich darf noch mal ein paar Fragen, die jetzt im Zusammenhang mit der Rolle des Hosts. Muss ich als Host immer am Meeting teilnehmen oder kann ich auch nur das Meeting planen und die Teilnehmer können ohne mich das Meeting durchführen? Ich kann die Hostrechte an eine weitere Person abgeben und dann das Meeting verlassen. Aber ein Host sollte schon da sein. Muss da sein. Muss da sein. Sollte müssen. Ja.
geht auch ohne Host, wenn der Host das beim Anlegen des Meetings erlaubt hat. Wenn der eigentliche Host dazu kommt, übernimmt, wenn der eigentliche Host dann dazu kommt, übernimmt er die Hostrolle wieder. Ein Hinweis. Das sind jetzt ganz schön spezielle Fragen. Habe ich so noch nicht ausprobiert. Also ich vermute mal, wenn kein Host in dem Gespräch ist, dass es dann wie in der Basisvariante nach 40 Minuten beendet wird. Ich muss zumindest einen Co-Host noch belegen. Weil wir hatten letztens die Situation, als ich als Host kurz rausgegangen bin, war auch für alle anderen das Gespräch dann auch beendet. So ist das. Aber wie gesagt, eine Anmerkung, muss man mal gucken, ob das geht. Es wird gesagt, es geht. Kann ich eine Nachricht tatsächlich nur eine Person senden, die nur noch für den Host sichtbar ist? Nein, ich kann in dem Chat private Nachrichten schicken, wie auch Nachrichten an bestimmte Personen. Und zwar zeige ich das einfach mal. Wir gehen hier zum nächsten Fenster, nämlich zum Chatfenster. Das haben ja auch einige auch schon offen. Und zwar ziehe ich das jetzt hier mal kurz rüber. Genau, hier ist das Chatfenster. Und ich habe hier unten die Möglichkeit, bei Versenden an in dem blauen Feld entweder einen einzelnen Teilnehmer auszusuchen. Hier sehe ich auch Michael, der Co-Moderator, oder eben an alle zu schicken. Hier kann ich dann auch eben Chats versenden, Dateien auch versenden. Und ich kann als Host kann ich festlegen, die Teilnehmer, die können chatten. Keiner, nur der Host, Host und Öffentlichkeit oder alle. Und ich kann mir den Chat auch speichern. Genau. So, dann lauter Fragen noch zur Bildschirmfreigabe und gemeinsames Arbeiten an Dokumenten. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir vielleicht mal zur Bildschirmfreigabe, falls das jemanden interessiert. Und zwar habe ich hier unten diesen großen Button Bildschirmfreigabe. Einige von euch und Ihnen hatten den ja jetzt schon fleißig auch ausprobiert. Er lädt aber auch dazu ein. Ich habe aber als Host auch noch mal ein paar mehr Möglichkeiten, Sachen freizugeben, als jetzt auch die Teilnehmer. Ganz normal kann ich grundsätzlich erstmal jeden Monitor freigeben als solchen, den ich angeschlossen habe. Also ich sehe, sind jetzt hier oben bei Desktop 1, Desktop 2, das sind hier die beiden Fenster links oben. Das sind meine beiden Monitore, die jetzt hier gerade sind. Das heißt, ich kann jetzt den kompletten Desktop freigeben oder den zweiten Desktop freigeben, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen eben alle meinen zweiten Desktop im Prinzip. Ich kann aber auch, Whiteboard, das stellen wir mal ganz kurz zurück. Ich habe aber auch die Möglichkeit, iOS-Geräte über die sogenannte AirPlay-Schnittstelle hinzuzufügen. Das ist ganz praktisch, braucht aber ein einigermaßen stabiles WLAN. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier drauf drücke, erzeugt Zoom eine AirPlay-Schnittstelle. Das ist der Standard oder die Technologie für drahtlose Übertragung von Bild und Ton bei Apple-Geräten, bei iOS, also bei iPhones, iPads und auch bei Macs. Und dann kann ich im Prinzip beim iPhone einfach auswählen, okay, das ist ein AirPlay-Gerät, ähnlich wie bei einer Apple TV, und kann den Screen, die Oberfläche eines iPhones oder eines iPads dann hier für alle freigeben. Ich kann das Gerät aber auch per Kabel freigeben. Das läuft dann nochmal wesentlich stabiler. Und hier sind jetzt alle Fenster, die jetzt bei mir im Hintergrund irgendwie geöffnet sind. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, okay, es ist jetzt nur der Firefox-Browser, der jetzt gerade freigegeben ist für alle. Dann kann ich im Hintergrund, das heißt, ich habe hier noch ganz viel Restmonitor, der noch frei ist, da kann ich dann machen. Und wie gesagt, kann dann eben nur ein ganz bestimmtes Fenster freigeben. Ich sehe gerade, Firefox, Rainer, der fragt gerade, ob jemand die Fragen hier liest. Ja, sie werden auch gelesen und wir versuchen, die so ein bisschen zu strukturieren und dann hier auch zu beantworten. Nur wie gesagt, mit gleichzeitig beantworten über den Facebook-Stream bitte ich noch so ein bisschen Geduld. Das fällt hier gerade ein bisschen schwer.
Ansonsten die Freigabe. Es war ja das Beispiel gemeinsames Arbeiten. Gemeinsames Arbeiten ist ein bisschen schwierig, weil ich kann nur erstmal nur präsentieren. Also ich kann ein Word-Dokument zum Beispiel mal starten und kann dieses dann freigeben. Das heißt, dass alle Personen dann in diesem Word-Dokument dann mitgucken können. Das heißt, ich starte jetzt gerade einfach mal Word und jetzt gehe ich zurück in Zoom und starte die Bildschirmfreigabe. Hier wird mir jetzt das offene Microsoft Word-Fenster angezeigt, was ich jetzt freigeben kann. Und hier kann ich jetzt reinschreiben und Sie alle können das sehen. Das ist für den Fall gut, ich sag mal, wenn ein Protokoll besprochen werden soll, wenn ein Dokument besprochen werden soll, wenn man vielleicht auch gemeinsam ein Dokument bespricht, schon eine Grundlage hat und jemanden hat, der schreibt. Gemeinsames Schreiben mit mehreren Leuten, das geht hier natürlich nicht. Wer Interesse an sowas hat, um es kurz zu machen, ist eingeladen. Am Mittwoch um 14 Uhr haben wir auch ein Webinar in genau diesem Konferenzraum zum Cloud Working mit der Nextcloud. Da ist es möglich, gemeinsam in Word-Dokumenten zu schreiben. Aber hier kann erstmal nur einer zeigen und die anderen zugucken. Ja, aber ich denke, das war ja auch, die meisten Fragen bezogen sich genau darauf, nämlich wie kann man sich beispielsweise gemeinsam PowerPoint, einer trägt was vor, hat eine PowerPoint-Datei gemacht und kann die sozusagen über die Bildschirmfreigabe den anderen teilen. Genau, also ich meine, wir haben das ja jetzt letztens auch gemacht mit einer Arbeitsgruppe an einem 15-seitigen Dokument gearbeitet, in einer Zoom-Videokonferenz. Michael, du hattest Protokoll geführt, geschrieben. Wir alle haben das gesehen, konnten die Texte mitlesen, konnten Vorschläge machen und haben im Prinzip alle gemeinsam dann doch auch an dem Dokument gearbeitet. Das funktioniert hier wirklich fantastisch. Gut. Soweit. Ich würde jetzt hier gerne mal kurz, was die Funktionen angeht, so einen Break machen und nochmal generell zur Software Zoom kommen und auch zu den Fragen der Preisgestaltung und der Accounts, die ja auch schon sehr oft gestellt wurden. Zum einen, warum nutze ich Zoom im Zentrum Bildung? Ich habe irgendwann mal vor 2 Jahren einen Ersatz für eine Webinarsoftware für Adobe Connect gesucht, was ein bisschen diskursiver war, mehr auf Dialog ausgebaut. Ich habe 4 oder 5 Videokonferenz- und Webinar-Tools ausprobiert und bin letztendlich bei Zoom geblieben, weil es das benutzerfreundlichste ist. Es ist einfach zu bedienen, es läuft zuverlässig und es ist preislich, ich sag mal, das Ansprechendste auch mit. Aber vor allen Dingen, man kann ganz problemlos mobile Geräte einbinden. Nicht nur Apple-Geräte, auch Android-Geräte. Man kann sich die App installieren, eine Bildschirmfreigabe auch machen. Und dann sehe ich zum Beispiel auch den Bildschirm desjenigen oder derjenigen, die dann gerade hier am Smartphone auch ist. Ist auch ideal, wenn man irgendwelche Schulungen oder Webinare macht und hier vielleicht auch irgendwie was präsentieren möchte. Ich möchte das einfach mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt hier mit meinem iPhone, es ist vollkommen egal, welches mobile Betriebssystem das ist, wähle ich mich jetzt hier gerade mal ein als Nutzer, fortfahren und habe jetzt hier die Möglichkeit, auch Inhalte zu teilen, den Bildschirm freizugeben. Und jetzt sehen Sie gleich alle den Screen von meinem iPhone. Das heißt, jetzt kann ich hier ganz problemlos auch mal was an Apps zeigen, Einstellungen zeigen, mobile Geschichte zeigen etc. Und diese Anbindung, die funktioniert wirklich fantastisch und ist auch nicht auf irgendein aktuelles Gerät limitiert und macht das Ding einfach Gold wert. Zur Gestaltung der Accounts. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Zoom zu nutzen. Es gibt einerseits für Leute, die an einer Videokonferenz teilnehmen, die Möglichkeit, über eine Meeting-ID ohne Account Zoom zu nutzen. Der nächste Schritt ist dann der kostenlose Basis-Account. Da gehen wir jetzt vielleicht auch gerade einfach hier mal auf die Zoom-Website und gucken uns die einzelnen Pakete auch nochmal im Hintergrund an, dass ich dir nochmal zeigen kann. Genau, das war auch eine Frage der unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt. Es gab auch den Hinweis, dass
Zoom die 40-Minuten-Regelung gerade aufgehoben hat. Ah, fantastisch, fantastisch, super. Genau. Also das sind jetzt die normalen Preise, wobei jetzt hier die Dollarpreise stehen. Die Europreise sind jeweils noch mal ein niedriger. Das heißt, den kostenlosen hatte ich gerade erklärt. Bis zu 100 Teilnehmer, unbegrenzte Besprechung unter vier Augen und eigentlich ab drei Personen das Limit von 40 Minuten. Was viele aber auch nutzen, um nach 40 Minuten eine Pause zu machen, um sich dann wieder neu einzuwählen und nochmal 40 Minuten zu machen, hat auch so ein bisschen was von ja, erzwungenes Zeitmanagement zu tun, finde ich nicht ganz unsympathisch bei Besprechungen. Der nächste Schritt ist dann die Pro-Variante. Das sind in Euro 13,99 Euro. Die fallen monatlich an. Das heißt, man bindet sich da jetzt auch nicht über ein Jahr oder zwei, sondern kann das auch monatlich wieder kündigen. Auch 100 Teilnehmer und diese 40-Minuten-Regelung, die ist eigentlich weg. Und auch hier habe ich jetzt, Sie haben das vorhin bei mir gesehen, ich hatte eine persönliche Meeting-ID hinten mit Albers Heinemann. Die hat man dann in diesem Pro-Account. Genau, es gibt 1 GB Cloud-Speicher und ja, verschiedene Add-ons, die ich noch dazu buchen kann. Das heißt, möchte ich mehr Personen, möchte ich eine Webinarfunktion, kann ich die dazu buchen. Dann gibt es den Business-Account, das ist eben das, was die EKN jetzt auch hat. Hier müssen allerdings mindestens 10 Hosts auch abgenommen werden. Das heißt, das sind monatlich nicht die 18,99 € hier im Dollar 19,99 €, sondern eben mal 10, weil wir immer 10 Lizenzen davon haben. Dafür haben wir hier 300 Teilnehmern, eine Vanity-URL, das ist erstmal für die meisten jetzt uninteressant, das ist eine benutzerdefinierte URL vorne dran. Also ich glaube, es ist für die meisten einfach jetzt gerade eigene Pro-Lizenz auch interessant, weil diese eben auch monatlich gebunden ist und nicht wie die Business-Lizenz direkt dann auf ein Jahr mit 10 Lizenzen. Hier steht zwar auch pro Monat, aber die Laufzeit, die ist hier auch ein Jahr. Gut, Datenschutz war noch mal eine Frage. Im Moment sind die Datenschutzbeauftragte der evangelischen Kirchen sehr, sehr kulant, auch unsere IT-Abteilung. Das heißt, Zoom über den amerikanischen Server wird auch gerade, ich sag mal, empfohlen als im Moment ja, Alternativlösung. Michael, hast du da gerade zufällig den Link bereit? Irgendwie Kirche arbeitet digital? Keine Ahnung. Ja, ich schaue mal gerade. Ich habe es und zwar auf der Seite ich schiebe den hier mal wieder gerade hinter mich, von der ECKD. So arbeitet Kirche digital. Werden jetzt offiziell im Prinzip Zoom, Teams und Webex und Starleaf als Lösung angeboten, kostenlos wie auch kostenpflichtig. Michael, du sagst gerade, die 40-Minuten-Regelung bei Zoom wurde jetzt aufgehoben. Das kann sein. Einige Dienste bieten jetzt die Nutzung auch gerade kostenlos an. Und wenn man sich jetzt hier draufklickt, kommt man eben auch zu der amerikanischen Seite. Die Server stehen in Amerika. Der Dienst an und für sich ist aber DSGVO-konform. Die Nachrichten, die Chats sind verschlüsselt. Für Genau. diejenigen, die, ich will gerade noch kurz fertig machen, Michael, dann darfst du gerne ergänzen. Für diejenigen, die dann mehr Wert auf Datenschutz legen, wir haben einen Geschäftskundenpartner in Deutschland, der nur für Geschäftskunden Zoom eben auch mit deutschem Serverstandort und konform dem kirchlichen Datenschutz auch anbietet zu den gleichen Preisen. So, Michael, jetzt hattest du noch eine Rückfrage oder eine Anmerkung? Genau, es gab jetzt noch verschiedene Fragen, die du jetzt zum Teil schon beantwortet hast, wollte sie aber trotzdem noch mal nennen. Nämlich einmal, ist Zoom nach deutschem Recht datenschutzkonform, also Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise evangelische oder katholische Datenschutzverordnung, die ja in Teilen abweichen? Ja, ist ja soweit im Prinzip jetzt auch schon mal beantwortet. Also wie gesagt, DSGVO-konform ist Zoom so oder so, ist auch Privacy Shield zertifiziert. Kirchlich datenschutzkonform, das kirchliche Datenschutzgesetz liegt ja nochmal, ist ja nochmal ein bisschen strenger als die DSGVO, ist im Prinzip nur der Anbieter, den wir jetzt hier auch haben. Das gebe ich dann auch gerne weiter an Geschäftskunden.
Allerdings ist im Moment die Toleranzgrenze sehr hoch, sodass die ECKD jetzt ja auch anbietet, direkt den amerikanischen Anbieter auch nutzen zu dürfen. Genau, dann war eine Frage nochmal zur Aufzeichnungsfunktionalität. Werde ich darüber informiert, wenn jemand eine Konferenz aufzeichnet? Das kann man einstellen. Also zum einen sieht man das hier links oben im Fenster. Ich gehe nochmal ganz kurz in meine Zoom-Oberfläche zurück. Und zwar ganz links oben ist einmal das rote Live von Facebook. Das ist das Zeichen, dass gerade der Livestream stattfindet. Und nebendran Aufzeichnung läuft. Man kann aber auch als Administrator für alle Hosts einstellen, das habe ich auch, dass Leute oder Menschen, die einer Videokonferenz beitreten, einen kleinen Hinweis bekommen. Es wird gerade aufgezeichnet. Man kann natürlich nicht widersprechen, aber man hat die Möglichkeit, also man weiß es und hat dann die Möglichkeit zu gehen, wenn man es nicht möchte. Das, was wir zu Beginn ja auch hatten. Genau, richtig, dieses richtig. Kleine Abfragefenster. Es gab jetzt hier nochmal den Hinweis, dass die 40-Minuten-Grenze nicht aufgehoben worden ist. Es wird einem nur manchmal eine Verlängerung geschenkt. Das muss ich dann einfach sagen, da muss man dann sich mal genauer informieren. Das können wir jetzt hier auf die Schnelle auch Genau. Nicht klären. Es gab nochmal eine kleine technische Frage, nämlich der Bild-Ton-Versatz, also der sogenannte Lag, kann man einstellen, dass der Ton Bildversatz aufgehoben wird? Also nein, also in Zoom selber hat man jetzt keine Möglichkeit, eine Latenz oder auch ein Delay irgendwie mit einzustellen. Das funktioniert leider nicht. Man hat halt die Möglichkeit, mit irgendwie Software noch mit zwischendrin was zu schalten. Da muss man sich aber auch wirklich fachlich auskennen. In der Regel ist die Latenz aber nicht so hoch, wie es heute ist. Also wir müssen zum einen sehen, wir haben derzeit eine, auch für Videokonferenzsysteme, eine Sondersituation. Ich habe vorhin noch mit einem Zoom-Mitarbeiter gesprochen. Die haben wieder massig neue Server ans Netz gebracht, um einfach auch die Dienstleistung aufrechterhalten zu können. Und die Qualität wurde insgesamt schon mal reduziert, wie bei Netflix und bei YouTube, anderen Streamingdiensten. Aber allein die Tatsache, dass noch Konferenzen mit 200 Leuten, die wir vorhin waren, noch, ich sag mal, flüssig laufen, finde ich einfach gerade fantastisch. Und normalerweise, wenn wir die Videokonferenzen haben mit normalen Webcams, ist diese Latenz eigentlich nicht da. Oder so gering, dass sie nicht auffällt. Genau, war nochmal eine Frage zur Anmeldung. Wir haben uns über unsere dienstliche E-Mail-Adresse anmelden wollen und wurden nach einem Geschäftskonto gefragt, also EKN-Adresse. Was ist damit gemeint und wie geht man dann vor? Wir haben uns jetzt privat angemeldet. Ja, da ist die Situation, die EKN hat, also es gibt in der EKN zwei Business-Accounts. Das eine ist in der Kirchenverwaltung im Referat OIT. Das zweite Account im Zentrum Bildung. Jetzt ist es so, mit dem Account in der Kirchenverwaltung ist eine sogenannte Managed Domain derzeit noch vergeben. Das war noch von der Anfangsphase, von der Pilotphase, als es nur einen Business Account gab. Eine Managed Domain ist eigentlich dafür da, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EKHN davon mitbekommen, dass es ein Business-Konto gibt. Ja, das heißt, man meldet sich mit der EKHN die E-Mail-Adresse an und bekommt die Meldung, hier gibt es ein Business-Konto, da kannst du mit reingehen. Das ist im Moment gerade ein bisschen schwierig, weil wir gerade zwei Business-Accounts haben. Diese Managed Domain, die soll aufgehoben werden. Aber wie gesagt, der Support, der ist gerade sehr beschäftigt. Ich warte schon seit mehreren Tagen auf die Ausführung auf genau diesen Punkt, weil wir nämlich auch den Punkt haben, Menschen, die sich bei uns im Zentrum Bildung anmelden, in dem Business-Tarif und auch eine EKHN.de E-Mail-Adresse haben, die werden dann automatisch der EKHN auch zugewiesen, der Kirchenverwaltung. Und das ist gerade ein bisschen chaotisch, das wird aber, da sind wir am Arbeiten. So, dann gibt es noch eine ganze Reihe von Fragen, die sich auf die Planung von Meetings bezieht. Nämlich zum Beispiel, wenn wir als Team mit 6 Personen alle auch Zoom-Meetings für unsere jeweilige Projektarbeit nutzen wollen, welches Zoom-Paket braucht man dann? Also die Frage wäre ja, ob es zur gleichen Zeit stattfinden soll.
Genau. Oder also ob im es Prinzip, verteilt ist. Ich kann es vielleicht mal als Beispiel sagen. Wir haben im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung genau einen Zoom-Account mit einer Zoom-Account-E-Mail-Adresse, die von allen nutzbar ist. Wir haben einen gemeinsamen Terminkalender, da trägt man ein, wer die Adresse, wer den Account wann nutzt. Und so gibt es keine Überschneidung. Und wir können alle, auch das beantwortet schon einige Fragen, das können alle sozusagen auf einem Account die Konferenzsoftware nutzen. Genau. Und ansonsten gilt natürlich, für eine Videokonferenz braucht nur der oder diejenige, die die Videokonferenz hostet, also sie anbietet, braucht einen Account, wenn sie über 40 Minuten gehen soll. Die anderen brauchen keinen Account. Das heißt, wenn sie im Team von 6 Personen eine gemeinsame Videokonferenz organisieren wollen, brauchen sie, wenn sie über 40 Minuten gehen soll, einen Account. Ich habe so verstanden, dass es ein Team ist mit 6 Personen, die jeweils Videokonferenzen mit eigenen Projekten machen. Okay. Also das, was wir auch machen, wir sind ja, ich sag mal, 13, 14 Leute, die alle auch Zoom-Konferenzen machen. Wir nutzen einen, wenn es nicht zeitgleich ist. Wenn es zeitgleich wäre, könnte nicht dieser eine genutzt werden, sondern es müsste noch ein privater Account dazu geschaltet werden. Okay, genau. Es war nochmal die Frage der zeitlichen Beschränkung. Was passiert, wenn die 40 Minuten vorbei sind? Also unsere Erfahrung ist, das wird man einfach hingewiesen, dass das jetzt endet und dann wird man rausgeschmissen. Wir loggen uns in der Regel gleich wieder ein. So funktioniert es ganz gut. Tobias hat es gesagt, das ist auch ein bisschen zeitliches Regulativ. Kommt zum Ende, Leute. Ist für viele Sitzungen auch nicht schlecht. Kann ich auch für die Arbeit mit Confis Zoom nutzen, beziehungsweise kann ich auch für die Arbeit mit Confis die kostenlose Variante nutzen? Naja, das ist ja eine inhaltliche Frage. Und da gilt eigentlich das Gleiche wie bei allen anderen digitalen Tools. Zoom bietet ja wie andere Softwares oder andere Dienste auch jetzt erstmal eine Möglichkeit. Es bietet einen Raum, in dem wir uns treffen können, in dem wir uns aber nicht eins zu eins oder live gegenüberstehen müssen. Es bietet auch den Raum, Informationen, ich sag mal, zu nicht mehr verkündigen oder auch in die Menschheit zu streuen und diese aufzuzeichnen, dass man nachher eine Aufzeichnung hat. Wie das nachher inhaltlich genutzt wird, das ist jedem selber überlassen. Also ich denke schon, dass man das auf jeden Fall auch mit Confis nutzen kann. 40 Minuten ist halt, finde ich, dann schwierig, wenn man ausgeloggt wird, wieder eingeloggt wird. Generell finde ich aber auch, dass diese 13,99 €, die pro Monat fällig sind, dass das ein sehr, sehr überschaubarer Preis ist für das, was uns in der Situation gerade angeboten wird. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Es ist gerade eine besondere Situation, die erfordert besondere Maßnahmen. Ansonsten müssen wir einfach damit leben, dass vieles nicht stattfindet. Und für meinen Teil, ich glaube, ich habe meine Zoom-Lizenzen schon das Mehrfache durch die eingesparten Fahrtkosten wieder refinanziert, weil natürlich auch sehr viele Fahrten wegfallen. Und ich finde, das muss man einfach dann im Gesamtkontext der Kosten sehen. Genau, die Confis müssen aber nicht die 13,99 € zahlen, sondern nur derjenige, der sozusagen den Sitzungsraum eröffnet und diesen Account nutzt. Kann ein Konferenzraum in der Pro-Version von verschiedenen Personen als Host genutzt werden? Das heißt, heute lade ich zu einer Konferenz ein und morgen eine Kollegin. Ja. Das hatte ich gesagt, wir haben im Zentrum einen Account, der eben von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen genutzt wird. Es geht halt nicht, dass zwei Konferenzen zeitgleich mit dem gleichen Account stattfinden. Genau. Da die Pro-Accounts an eine E-Mail-Adresse gebunden sind, muss dieser Account dann weitergeleitet werden. In der Pro-Variante ist es nicht möglich, wie in der Business-Variante, Lizenzen zwischen einzelnen Gratiskunden zu tauschen. In der Business-Variante können wir im Prinzip beliebig viele Gratis-Accounts haben und ich sage mal, wir haben 10 Lizenzen und diese können wir dann den Personen einfach zuordnen, so wie wir es in der Pilotphase gemacht haben. Aber dafür braucht man, wie gesagt, ein Business-Paket.
So, hier kommt noch eine Frage, wenn Sie, jetzt habe ich Rückkopplung. Ich höre mich selber. Wenn Sie von einem Account sprechen, meinen Sie also beispielhaft die Pro-Version mit einem Host? Da meine ich mit erstmal ein Konto. Genau. Genau. Nochmal der Hinweis, dass über stifterhelfen.de man auch günstiger an Zoom kommen kann, wenn man es jährlich nutzt. Genau, richtig. Also das ist über Stifter helfen, hat man eben die Möglichkeit, fast die Hälfte von dem Preis subventioniert zu bekommen. Das funktioniert aber nur, wenn man Zoom US über die amerikanische Website in Anspruch nimmt. Also bei unserem kirchlich datenschutzkonformen Anbieter aus Deutschland geht das leider nicht. Aber wie gesagt, in der jetzigen Situation können Sie sich die Kosten oder einen großen Teil davon über Stifter helfen auch einsparen. Genau, dann gibt es noch einmal die Nachfrage nach der Hardware. Wie schaut es denn mit der Hardware für das Büro oder den Besprechungsraum aus? Gibt es Empfehlungen? Man sieht ja immer wieder Bildschirme und Kamera an den Wänden. Ja, Empfehlung natürlich. Es gibt Technik, die hat sich bewährt. Es gibt Technik, die hat sich nicht Oh. so bewährt. Aber das ist halt ganz, ganz großes Feld. Und es kommt vor allen Dingen auf das Einsatzgebiet drauf an. Suche ich jetzt Technik für mich an meinem Computer, dass ich alleine sprechen kann, dann tut es in der Regel ein 20-Euro-Headset, USB-Headset aus dem Mediamarkt oder wie auch immer. Und ich sage mal, eine Aufsteck-Webcam. Suche ich eine Kamera, wo ich mit drei, vier Leuten davor bin, die auch ein gutes Mikrofon hat, dass die drei, vier Leute über die Kamera mit vom Ton abgenommen werden kann? Oder brauche ich halt wirklich etwas für einen Konferenzraum für 15, 16 bis 20 Leute? Da gibt es unterschiedliche Lösungen von 100 bis 10.000 Euro. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber da stehe ich gerne irgendwie mal in einem Telefonat zur Verfügung oder per E-Mail oder wie auch immer. Genau, es war nochmal einmal die Frage, können die Konfis beispielsweise per Video auch direkt mündliche Fragen stellen oder miteinander reden? Natürlich, natürlich. Das machen wie Michael und ich jetzt ja auch. Ich kann jedem im Prinzip den vollen Zugriff auf Mikrofon und Webcam geben, dass jeder auch reden kann. Dann ist es wie in einem Raum und ich brauche mache eine kleine Gesprächsliste. Wer ist gerade dran? Man braucht ein bisschen Organisation, dass alle nicht einem nicht ins Wort fallen. Ich habe aber zudem auch, wenn ich Kleingruppenarbeit anbieten möchte bei Zoom, die Möglichkeit der sogenannten Breakout-Sessions. Und zwar will ich das einfach mal ganz kurz zeigen. Jetzt bin ich hier wieder in der Deception, genau. Und zwar hocke ich davor. Ich schiebe mich mal gerade weg. Zit. Und drehe mich mal um. Ha, so. Und zwar, genau, ganz rechts, und zwar das dritte von Rechtssymbol Breakout Sessions, das sind virtuelle Kleingruppenräume. Das finde ich total super. Und zwar kann ich jetzt zum Beispiel, wir machen das jetzt einmal exemplarisch durch, wenn ich hier draufklicke, kann ich jetzt hier Kleingruppenräume erstellen, kann auch neue erstellen und kann jetzt sagen, weisen Sie 128 Teilnehmer in beliebig viele Räume zu. Das kann automatisch oder auch manuell sein. Jetzt haben wir 4 bis 5 Teilnehmer pro Session. Und wir machen das jetzt einfach mal. Das Ganze dauert 1 Minute und danach kommen Sie wie automatisch wieder in diesen Raum zurück. Das heißt, ich mache jetzt automatische Zuweisungen und sage alle Sessions erstellen und dann beginnen.
Es werden jetzt automatisch alle Teilnehmende per Zufall in Sessions eingeteilt, also Kleingruppen. Diese Session, die wird in 40 Sekunden von alleine automatisch geschlossen und dann kommen sie wieder hier in diesen Hauptraum. Wir warten jetzt mal, bis alle wieder da sind und dann können wir mal zu möglichen Einsatzszenarien hier kommen, wie man diese Sessions zum Beispiel einsetzen könnte in der Arbeit. So, nach 15 Sekunden, dann sind wieder alle da. Es sieht total spannend aus, wie so langsam die hunderte Leute hier verschwinden und wiederkommen. So 122, 123, jetzt müssten wieder alle da sein, genau. Genau, das war jetzt, wie gesagt, die Funktion der Breakout-Räume. Das bedeutet, ich kann nach Belieben Kleingruppen bilden, Workshop-Räume bilden oder ja, neue Räume, virtuelle Kleingruppenräume bilden und Menschen für einen bestimmten Zeitraum zuteilen. Das kann ich nutzen für Kleingruppenarbeit. Ich kann es nutzen, wenn ich eine Veranstaltung habe. Wir planen jetzt Ende April haben wir einen Fachtag, ein Barcamp zum Thema digitale Bildung. Das wollen wir komplett in den digitalen Bereich verlegen, komplett online machen mit Zoom. Da kann man das zum Beispiel auch für Kennenlernrunden nutzen, Leute einfach mal kurz für eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten zusammenwürfeln zum untereinander kennenlernen. Das ist eine ganz tolle Funktion, innerhalb der Videokonferenz Separés für die Arbeit zu nutzen. So, jetzt gibt es schon gleich eine ganze Reihe von Fragen zu dieser Funktion. Nämlich einmal die Zuweisung zu den Gruppen. Passiert das automatisch? Wenn ja, wie groß sind die Gruppen? Und B, kann man es auch manuell machen? Und wird für die kleinen Gruppen auch ein Host festgelegt? Also, zum einen, ich als Host lege erstmal fest, wie viele Räume es gibt. Und mir wurde dann ja vorgeschlagen, teile 130 Personen auf x Räume auf. Und je mehr Räume ich mache, desto weniger Personen werden dann in die einzelnen Räume gleich viel dann aufgeteilt. Das passiert einerseits nach einem Zufallsprinzip. Ich habe aber auch die Möglichkeit der manuellen Verteilung, dass ich sage, okay, ihr drei macht eine Kleingruppe, ihr drei macht eine Kleingruppe. Was nicht geht, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass man als Nutzer selber die Kleingruppe wechseln kann. Dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt lieber in Kleingruppe A. Ich muss zuerst ins Foyer gehen und den Host bitten, mich dieser Gruppe dann eben zuzuordnen. Und nein, es gibt in den kleinen Gruppen keinen Host. Alle sind dort als gleichberechtigte Teilnehmende in dieser Gruppe mit drin. Und wie gesagt, wenn die Zeit abgelaufen sind, kommen die Personen automatisch wieder zurück in die Hauptsitzung. So, geht das mit den kleinen Gruppenräumen nur in der Business-Version? Das müsste in der Pro-Version eigentlich auch gehen, meine ich. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, müsste man nochmal nachschauen. Und dann war die Frage, wie teuer ist die? Also nochmal zu den Paketen, aber da glaube ich, werden wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr hinkommen. Genau, das mit den Preisen, das hatten wir ja schon. Das ist auch alles auf der Website zoom.us auch alles nachzulesen. Und ich glaube, das muss man jetzt auch nicht für alle 120 nochmal wiederholen. Genau, jetzt war noch eine Frage, ob man die Sessions auch schon vor Beginn der Konferenz anlegen kann. Nee, das geht leider nicht, sondern das ist, wie gesagt, im Moment erstellt man die Anzahl der Räume und teilt dann die Personen zu. Eine Planung ist nicht möglich. Dafür würde man dann unterschiedliche Videokonferenzräume brauchen oder also dann auch Lizenzen oder Accounts im Prinzip. Genau. Kann ich die Zeit für die kleinen Gruppen festlegen und sind dann auch die Mikrofone automatisch eingeschaltet, weil wir konnten uns miteinander unterhalten, obwohl wir ja eigentlich stumm geschaltet waren. Genau, also unterhalten geht und ich kann festlegen, wie viele Personen in wie viel Gruppe aufgeteilt werden. Und die Zeit für die kleinen Gruppen kann auch festgelegt werden.
Ja, natürlich. Ich kann ja festlegen, wie gesagt, wie viele Räume, und dann werden ja auf die Räume die Teilnehmer im Prinzip aufgeteilt gleichmäßig. Und wenn ich mehr Teilnehmer brauche, nehme ich einfach weniger Räume. Genau, kann man denn als Moderator oder als Host durch die Räume gehen? Natürlich. Das Ja. waren jetzt allgemeine Fragen. Jetzt gibt es noch spezielle Frage, Okay. nämlich die Frage von, kann ich das auch für die virtuellen Kirchenvorstandssitzungen nutzen und Abstimmungen vornehmen als Beschluss? Wie sieht es da mit dem Datenschutz aus? Ich glaube, da ist man ja gerade dann am Arbeiten, ja, dass es gerade überprüft wird, inwieweit Möglichkeiten sind, virtuell Abstimmung auch als tatsächliche Abstimmung festzulegen, weil ja erstens die Zugangsvoraussetzungen sein müssen. Dann muss man ja feststellen können, wer ist. Ich habe ja auch die Möglichkeit, Video auszugrenzen, auszublenden. Ich kann das Mikrofon abschalten, kann mich trotzdem an der Abstimmung beteiligen und man weiß ja nicht, wer abgestimmt hat. Also viele Probleme, die noch damit verbunden sind. Es ist noch nicht endgültig geregelt, soweit ich das weiß. Genau. Ansonsten, wer nochmal, ich sag mal, sich das Spezielle einsehen, einhören möchte, am Donnerstag findet hier auch nochmal ein Webinar auch zum Thema digitales Elternabend, digitale Teamsitzung per Zoom-Videokonferenz statt. Da gehen wir auch nochmal so ein bisschen auch nochmal auf andere Tools ein, die wir gemeinsam nutzen können, um einfach die Teamsitzung im digitalen Raum auch abzuhalten. Und vielleicht passt das mit der Kirchenvorstand, der auch den ganz gut mit da rein als Ergänzung und so wieder auch. Auffrischung. Ansonsten haben wir ja auch noch die Zoom-Sprechstunden. Werbeblock kannst du noch reinschieben. Genau richtig. Da wird im Terminkalender von Erwachsenenbildung-ekhn.blog bieten wir auch Zoom-Sprechstunden an. Also die sind im Moment noch für die Pilotphase kommuniziert. Ab Mitte der Woche sind diese Sprechstunden aber auch im Veranstaltungs- und Webinarkalender von in unserem Blog auch einsehbar. Sind alle herzlich eingeladen für allgemeine Fragen rund um das Thema Zoom mit dem Michael Grunewald und mir. Genau, ich hoffe, mir ist jetzt keine der Fragen im Chat durch die Lappen gegangen. Ansonsten würde ich noch mal bitten, falls ich eine vergessen oder übersehen haben sollte, was durchaus passieren kann, dass sie noch mal gestellt wird. Die ansonsten, wie gesagt, ist jetzt nochmal so die Möglichkeit, nochmal so die letzten Fragen zu stellen. Ich würde es auch gleich so nach fast 1,5 Stunden so langsam Richtung Ende kommen. Wie gesagt, am Donnerstag gibt es nochmal ein Webinar, was auch so mal als Auffrischung dienen kann. Vieles wird nochmal genannt werden. Einiges wird auch neu sein zum Thema Teamwork, zum Thema Elternabend. Und wie gesagt, die Aufzeichnung, die wird es dann auch bei uns im Blog noch geben, Erwachsenenbildung-ekhn.blog. Und diejenigen, die sich auch mal die Veranstaltung, die letzten auch noch mal angucken wollen, die sind auch mal eingeladen, in die Mediathek reinzuschauen. Und wer hier noch auf dem Laufenden bleiben möchte, der kann sich einfach unseren kostenlosen Newsletter abonnieren, ja, um einfach immer up to date zu bleiben. So, ein paar Minuten haben wir ja noch. Noch eine ganz wichtige Frage: Wie kann ich einen Co-Host einrichten? Den Co-Host, das ist auch ganz, ganz einfach. Und zwar, ich zeige das jetzt hier einfach nochmal in meiner Inception. Moment. So. Und zwar, ich habe jetzt hier einfach die Übersicht. Ich kann jetzt einfach auf die Personen draufgehen oder auch in die Teilnehmerliste. Sie erinnern sich, wenn ich hier unten auf Teilnehmer klicke, bekomme ich diese Liste mit den Teilnehmern alle genau hier angezeigt. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, unter mehr einen Co-Host zu erstellen oder auch, ja, ich kann das Recht erteilen, Aufzeichnung zu erstatten, dass Sie zu Hause über Ihre Zoom-Software diese Veranstaltung auch aufzeichnen dürfen. Genau, hier war nochmal die Frage mit der Anmeldung, wenn man sich mit EKN-Adresse bei Zoom anmeldet und nach dem Geschäftskonto gefragt wird, was man dann tun soll. Ist es denn eher günstiger, sich privat anzumelden? Da würde ich sagen, grundsätzlich für dienstliche Sachen erstmal die dienstliche E-Mail-Adresse. Die Zuordnung zu dem EKHN-Adressen
Account, die ist erstmal nicht schlimm. Das bedeutet, dass Sie dort mit einem kostenlosen, also mit einem Basis-Account im Business, der Tarif der EKHN angebunden sind. Sie können das ganz normal nutzen wie auch einen anderen Basis-Account. Ich hoffe, da, wie gesagt, dass diese Geschichte mit dieser Managed Domain, dieser automatisierten Zuordnung, dass das in den nächsten Tagen erledigt ist. Ich habe jetzt schon zweimal, wie gesagt, mit dem Support telefoniert und das einen Auftrag gegeben. Dann können Sie sich auch einfach von diesem Account lösen und dann sagen, okay, Sie wollen eigenes Pro-Konto oder Sie wollen gehören zum Zentrum Bildung, wollen da rein, dann kann man das immer noch übertragen. Aber im Moment, wenn Sie jetzt nicht sofort einen eigenen Pro-Account brauchen, würde ich sagen, warten, EKHN-E-Mail-Adresse verwenden. Ja, ansonsten gibt es viel Dank. Gut gemacht, okay. Nachvollziehbar, selbst für Seniorinnen und Senioren, wie ich einer bin oder andere. Wunderbar, genau. Ja, vielen, vielen Dank dann auch fürs rege Interesse. Also ich finde es klasse, irgendwie mal so mit 200 Leuten so eine Konferenz zu starten. Das ist ja auch ein Belastungstest für die Software. Und auch dir, Michael, herzlichen Dank fürs Moderieren und der Fragen und für das Sammeln. Und ja, wir hatten das Thema mit der Umfrage nochmal schon. Jetzt würde ich einfach ganz gerne dieses Thema der Befragung oder der Bewertung einfach gerne nochmal im Gang stellen. Kurze Rückmeldung bitten, wie haben Sie das Webinar gefunden? Und ansonsten sind wir auch immer gerne offen da für Rückfragen in den Sprechstunden per E-Mail oder wie auch immer. Michael, hast du noch abschließend was zu sagen? Möchtest du noch was sagen? Also wir benutzen ja einfach mal so, ich sag mal aus der Praxis heraus, dass wir im Zentrum gesellschaftlich wandern. Wir sind also ein Team von ungefähr 13 Personen, die den Account nutzen. Der ist im Augenblick bei uns ja im Prinzip von morgens bis abends belegt. Es gibt ganz wenig Freiräume. Wir machen Arbeitsgruppen dazu. Wir hatten heute Morgen mit 25 Personen die Hauskonferenz vollkommen in Zoom verlegt, weil wir alle im Homeoffice sind, inklusive Verwaltungsmitarbeiterinnen, Verwaltungsmitarbeiter. Es funktioniert sehr gut, aber wir merken halt auch, dass es ein Stück weit, man muss sich in die Software rein bewegen. Das gibt immer Fragen, warum funktioniert dieses nicht, warum funktioniert das nicht? Und auch Tobias und ich können nicht alle Fragen beantworten. Heute ging es ja zum größten Teil ganz gut. Man muss sich dann wirklich auch mal die Zeit nehmen und sich da reinarbeiten. Und gerade jetzt ist ja eine gute Zeit, das mal zu tun. Gut, dann bedanke ich mich nochmal abschließend fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, für Frage stellen. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß auch beim Ausprobieren und vielleicht ergeben sich da ja auch, ich sag mal, über Corona hinaus langfristig nochmal Ideen, Konzepte, Einsatzszenarien für digitale Tools, für Videokonferenzsysteme in der Arbeit und dass wir da uns, ich sag mal, auf Corona 2 am besten noch so gut wie möglich vorbereiten können. Ja, an dieser Stelle nochmal herzliche Einladung. Morgen, übermorgen, genau. Webinar zum Thema Cloud Working mit Nextcloud, kollaboratives Arbeiten und dann am Donnerstag nochmal Zoom und Elternabend und Teamwork. Ansonsten wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund und vielleicht bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.